So, ich versuche das irgendwie noch ein bisschen abzukühlen. Ich meine, wir haben eh schon Strom da, was soll's, ja? Dann packe ich halt hier nochmal ein Starkstromkabel rüber. Das sollte jetzt nicht mehr wirklich das Thema sein. Wasser, 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 Wasser. Wasser ist auch okay. Wasser packe ich hier rauf. Und hier runter. Ich hoffe, das funktioniert, ja. Ich hoffe, es funktioniert. Wir sind hier in einer Umgebung mit 24 Grad. Also wenn es jetzt gleich wieder 900 Grad hat, ja. Ich meine, wo kommen die verdammten 900 Grad her? Die können doch nur von der Klima sein. Oder vom Wasserkühler. Warum? Warum in Gottes Namen? Okay, also nachdem unser Wasserproblem eigentlich vorerst gelöst ist. Ja, ich meine, 52 Grad heißes Wasser, das ist doch schon ein bisschen doof. Aber das ist egal. Das ist egal. Das lasse ich jetzt erstmal. Meine Recyclinganlage funktioniert. Wasser haben wir ja auch genügend. Ich müsste ein bisschen Wasser hier rüber jagen. Mein Wasser hier geht mir aus. Und das ist ja mein Nahrungswasser. Vielleicht kann ich das irgendwie. Vielleicht kann ich da ein bisschen was abzwicken. Ja, vielleicht kann ich da ein bisschen was abzwicken und da vielleicht nochmal einen Auslauf machen, um ein bisschen Wasser hier rüber zu schieben. Damit ich hier vielleicht auch was habe. Vorerst. Vorerst. Okay, gut. Thema Nummer 2. Ich brauche. Warte auf Kühlmittel. Fuck. Fuck, ich warte auf Kühlmittel. Er wartet auf Kühlmittel. Wenn er auf Kühlmittel wartet, dann müssen wir ihm da helfen. Das hilft ja alles nichts. Kann ich jetzt. Wenn ich das. Nö. Nö. Seriously, nö. Ich mach das so und jag das hier wieder rauf. Sollte das vielleicht. Ich sollte die Flüssigkeitsbrücke vielleicht so rum machen. So rum. Wenn ich das hier nämlich reinjage, dann wird die warme Luft immer wieder nach unten gepackt und das dreht sich im Kreis und das macht keinen Sinn. So, okay. Das heißt, wir machen das als nächstes. Dieses als nächstes. So, das ist alles auf 6 zu erledigen. So, 6, 6, 6, 6, 6. Alles wunderbar. Okay, ja, mein Stresslevel sinkt, meine Ernährung ist da, wir haben unendlich Wasser, das ist schön. Wir können das jetzt mal ausprobieren. Komm, ich will das jetzt einfach mal ausprobieren. Vielleicht haben wir ja auch gleich wieder 600 Grad. Dann ist es wirklich, 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 wirklich. Es ist zum Verzweifeln. Es ist zum Verzweifeln. Immer ist irgendwas da, was nicht so funktioniert, wie ich will. Aber okay. Probleme, für Probleme brauchen wir Lösungen. Und meine Lösung heißt, mach mehr Starkstrom. Mehr Starkstrom, mehr Spaß. So. So, volle Power. Lass ein bisschen laufen. Wasserproblem gelöst. Richtig, Wasserproblem gelöst heißt, wir. Habe ich mein Stromproblem gelöst? Habe ich mein Algenproblem gelöst? Nein. Wie viele Algen haben wir noch? Nicht mehr viel. Scheiße. Mann! Das gibt es doch nicht. Es gibt es doch nicht, dass ich hier ständig irgendwelche Sachen zu fixen habe. Mein Gott. Pass auf, ich baue jetzt hier einen Lufterfrischer hin. Auf 9. Und hau hier die Algen raus. Hier ist so viel Algenzeugs drin. Ich muss das jetzt hier raushauen, irgendwie. Dann will ich hier den Lufterfrischer noch anschließen. So, Strom, Kabel. Rums. Wasser. Sanitär. 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 Mann, ich mache das Sinn, wirklich Wasser da wieder reinzuleiten? Nee, es macht keinen Sinn. Macht tatsächlich keinen Sinn. Gut, dass ich das andere noch nicht abgerissen habe, ja? Gut, dass ich es noch nicht abgerissen habe. Ich muss hier rauf, baue die Flüssigkeitsbrücke in diese Richtung. Und gehe tatsächlich nochmal darüber. Ich hätte die Leitung einfach stehen lassen sollen. Aber nein, 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 der Baum weiß ja wieder alles besser. So, okay, dann machen wir das mal auf. Wieder auf 6. Prio 6, Prio 6, Prio 6. So, Chaka, Chaka, Chaka. Alright, gut. Das heißt, wir haben hier das erledigt. Wir haben Wasser erledigt. Eigentlich wollte ich mich um unendlich Sauerstoff kümmern. Unendlich Sauerstoff bedeutet, ich muss meine Algenproduktion irgendwann zurückfahren. Das kann ich aber nur, wenn das hier funktioniert, richtig? Das funktioniert aber nicht, weil. Auch eigentlich funktioniert das schon, aber es verteilt nicht genug.
Es verteilt nicht genug Sauerstoff. Was ich auch verstehe. Was ich auch verstehe. Ich meine, hier wird immer Sauerstoff reingepumpt. Das ist ein Moloch, ja. Hier wird halt immer Sauerstoff verbraucht. Ich hätte aber hier trotzdem gern Sauerstoff. Wenn wir hier irgendwas warten müssen, ja, dann ist das eigentlich die einzige Lösung, die Sinn macht. Und jetzt mach das hier mal. Go, 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 go. Wuseline, bis denn. Gute Nacht. Hau rein. Hoffe bis Mittwoch. Ich hoffe bis Mittwoch. So. Ich werde heute wahrscheinlich etwas eher Schluss machen. Vielleicht 22.15 oder 22.30. Weil erstens habe ich noch super viel zu rendern. Ich muss das noch rendern. Ich muss RimWorld noch rendern. Und außerdem ist es auch nicht gut für meine Stimme. Ich habe nicht so viel Lust, dass ich dann morgen überhaupt keine Stimme mehr habe. ja, es tut mir ein bisschen leid, aber was soll ich tun? Es ist halt so. Ich kann nichts dafür, meine Stimme ist am Sack. Ich hab's halt einfach übertrieben. Es ist hoffnungslos mit mir. So, dann. Wir reißen das hier alles ab. Ich muss jetzt mal Prio 9 machen. Ja, wir machen jetzt Prio 9 Themen. Außerdem ist das ganze Chlor hier weg. Wir haben hier kein Chlor mehr. Richtig? Wir haben kein Chlor mehr. Wir haben kein Chlor mehr. Schön. Er pumpt nicht, weil blockiert. Hä? Aber hier ist doch 1000 Gramm Chlor. Warum geht das nicht? Weil hier Überdruck ist? Nee. Weißt du was? Scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Weg, 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 weg. Alles weg. Alles erstmal weg. Alles weg. Das lasse ich vielleicht noch dran. Das brauche ich nämlich dann noch für meinen Sauerstoff. Aber dann mache ich eine andere Leitung. Komm, dann mache ich eine andere. Nee, ich lasse das. Ich lasse das erstmal dran. Ich mache da eine. Raoul. Ra. So. Entschuldigung, es muss jetzt mal kurz sein. Ja, ich will nicht Dr. Disrespect kopieren. Ja, nicht, dass hier YouTube wütend ist auf mich. Ich finde es nur einfach klasse. Ich finde es einfach klasse. Ich meine, der Typ, der Typ ist echt eine Marke. Unfassbar. So, okay. Wir holen uns jetzt hier erstmal wieder Algen zurück. Außerdem haben wir Sand, wir haben hier Kohle. Kohle haben wir noch genug, richtig? Ja, wir haben noch genug Kohle. So, als nächstes, ich würde mich jetzt ganz gern mal wirklich um mein Sauerstoffthema kümmern. Um das Thema und um mein Sauerstoffthema. Kommen die da hin? Ja, die kommen da hin. Aber meine Prio 9 Themen sind wichtiger. Okay, hier sind sie schon fertig, sehr schön. Wir haben hier so viel Sauerstoff, ja. Wir haben so viel Sauerstoff, das ist nicht wahr. Ich würde hier ganz gerne noch eine Leiter bauen. Leiter, Leiter, Leiter. Okay. Einzig, was hier suboptimal ist, ist, dass hier der Wasserstoff nach oben rauf geht. Das gefällt mir nicht so gut, so ganz. Aber ist mir egal. Ist mir egal. Egal, egal. So, wie viel Temperatur haben wir hier? 35 Grad. Bam, bam, bam. Mann, ich muss echt mal, wenn unser Zubi nicht mehr da ist, dann muss ich die Mittagspause mit Metroid zocken verbringen. Metroid Speedrun zocken, Mann, das ist so ein. What? 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 Nein! Nein! C2X! Die, warum? Warum, 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 warum? Nicht ersticken. Spring doch einfach runter. Was ist das hier eigentlich? Ach, weil das Sand runtergefallen ist. Oh shit. Oh shit. Prio 9. Prio 9, Prio 9, Prio 9. Alles Prio 9. Und Alarm! Sofort Alarm! Zyto-X! Zu heiß! Zu wenig Sauerstoff! Oh, okay, er hat es schon geschafft. Okay, eine Leiter hat ihm gereicht. Eine Leiter hat ihm gereicht. Okay, wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Dann brauche ich das erstmal nicht. Ja, schön, schön. Wer noch ersticken? Hallo? Wer? Wo? Ist doch gut. Geht doch rein. Geht doch rein. Hallo? Erstickst doch nicht. Ist doch alles gut. Chill mal. Wie sieht es hier unten aus? Läuft das schon? Ja! Dude, das läuft. Das läuft. Das ist ja cool. Das ist ja saucool. tja, die Frage ist, wie lange dauert das? Ah, hier sieht man es. Da ist eine Anzeige. Das ist eine Anzeige. Warte mal, ich will jetzt sehen, was passiert, wenn es fertig ist. Da ist bestimmt irgendeine lustige Animation bei. Vor allem macht das auch nicht so warm. Guck mal, 47 Grad, 48 Grad, das ist okay, oder?
Meine Temperatur ist schon warm, aber nicht so schlimm. Komm, scheiß drauf. Was soll mein zukünftiges Ich machen? Hier aus. Ich meine, hier geht so viel Wasser rein, aber warum geht da kein Wasser raus? Oh, guck mal an. Guck mal an. Hat er jetzt Metall mitgenommen? Ich weiß es nicht. Hat er jetzt Metall bei? Moment, stopp. Hat er jetzt Metall dabei? Primärelement genetischer Schlamm. Sehr gut. Hat er jetzt... Was hat er jetzt mitgenommen? Hat er jetzt Eisen mitgenommen? Was hat der dabei, Mann? Der hat doch gerade hier irgendwas aufgesaugt. Was ist denn das? Mann. Okay, er steht hier mit dran. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Yo, Eisen. Nur? Ach so, am Anfang geht ein bisschen Wärme raus. Okay, okay, okay. Wie warm ist das? 31 Grad, easy, gar kein Problem. What the fuck? Verbraucht er so viel? Verbraucht er so viel Wasser? Na egal, aber ich jag das jetzt hier wieder rüber. Kühlung, Kühlung, hu, hu, hu. Das ist ja cool. Läuft zwar nicht mehr ganz so viel Wasser durch, aber... Doch, guck an, das geht 1:1 rüber. Ist das nicht cool? Dude. Muss ich das vielleicht abreißen? Scheiße. Shit. Ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Fuck. Wieso? Fuck, das ist tatsächlich gar nicht gut. Shit. Shit, 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 shit. Ich muss das abreißen. Ich muss das Wasser irgendwo anders hinkippen. Fuck. Scheiße, mein Kühlkreislauf ist in Gefahr. 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 Wo packe ich jetzt den Scheiß rein? Ah, ich bin doch ein Idiot. Ich bin Deutschlands Dümmster. Ich bin Deutschlands Dümmster. Warum? Ja, warum in Gottes Namen? Mach ich es nicht einfach da runter. Ich meine, seriously, hier ist Wasser. Runter! Eieieiei. Aber da brauche ich wieder Leitern, ne? Es ist echt erstaunlich, ja, wie das Spiel stellt ein ständig vor permanente Herausforderungen. Es wäre zwar schön, wenn auch eine weitere Zufallskomponente dazukommt, aber es kommt jetzt erstmal ein Beförderungssystem dazu. Beförderungssystem ist echt cool, ja. Jetzt nicht mal jetzt mal die ganze Strecke da laufen, ist echt total nervig. Aber Stationen, Schutzanzug, Dock, Schutzanzug, Moment. Lass mich lesen, wie funktioniert das? So, Schutzanzug-Kontrollstelle markiert eine Grenze, ab der Duplikanten in oder aus einem Schutzanzug steigen. Muss neben einem Schutzanzug-Dock gebaut werden. Vorkonstruktion Drehbar. Ich will es nicht drehen. Ich will den Schutzanzug. Mein Schutzanzug-Dock. Lagert. Pass mal auf, ich werde hier... Wie mache ich das? Wie mache ich das am geschicktesten? Ich brauche hier eigentlich eine Dusche. Ich brauche hier eigentlich... Brauche ich eine Dusche? Nein, ich brauche keine Dusche, oder? Brauche ich eigentlich so einen Dr. Schleck. Ich brauche eigentlich so einen Dr. Schleck. Okay, wo ist der Dr. Schleck? Dr. Schleck! Dr. Schleck. So, entfernt die meisten Keime. So, wir nehmen den Dr. Schleck hierhin beim Rausgehen. Ja, beim Rausgehen geht Dr. Schleck durch. So, dann brauchen wir eine Station, Schutzanzug, Kontrollstelle. Markiert eine Grenze, ab der Duplikanten in den Schutzanzug steigen. Okay, das ist die Grenze. Hier soll da reingehen. Und daneben, sag mir bitte, dass ich daneben jetzt ein paar Schutzanzug-Docks hinstellen kann. 4 Stück vielleicht. Das wäre cool. Das wäre echt super. Das wäre echt super, dass ich zumindest 4 Leute habe, die da reingehen. Dann muss ich es aber... Dann muss ich aber die Jobs so regulieren, dass nur noch 4 Leute graben. Scheiße. Das können aber alle graben. Fuck. Welche 4 wähle ich denn dann aus? Mich, der Aileron, Vaseline. Oder sind die so schlau und sagen dir einfach, hey, wenn wir keinen Anzug haben, dann gehen wir nicht. Stimmt, Kontrollstelle. Deswegen klappt's. Oh Mann, das funktioniert bestimmt. Oh Gott, Geistesblitz. Hoffentlich. Hoffentlich funktioniert das. Mann. Ich freue mich. Das wenn funktioniert, da fress ich einen Besen. Und ich muss dann später noch Experimente wagen.
Was passiert, wenn ich Chlor abkühle? Und apropos abkühlen, was ist denn hier los? Und was ist oben bei meiner Kühlung los? Läuft die schon? Nein, natürlich nicht. Ja, Prio 9 ist schon tolle Prio. Verkaufsautomat, ja. Nährstoffriegel ist auch schön und recht, aber. Und wir bauen noch einen rauf. Scheiß auf die Wand an. Das ist die Wand an. Also wir könnten theoretisch. Oh, guck mal an, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal Keuchwurz. Ach komm. Ach komm, ist es dein Ernst, ja? Und hier war auch nochmal ein Wassergeist hier. Das heißt, ich kann den Wassergeist hier durchladen. Und da die Keuch. Die verbraucht Vakuum. What the fuck? Da das Keuchwurz, ja, hier ständig Kälte nachproduziert. Oh Mann. Das ist endloses Eis. Das ist wirklich endloses Eis. Hier drüben hätten wir zu nun. Oh, hier haben wir noch Erdgas. Okay, hier könnten wir auch noch Energie gewinnen. Das heißt, wir machen das hier irgendwo. Aber das ist jetzt erstmal egal. So, wir haben genügend Algen. Das heißt, ich brauche irgendwo eine Algenverarbeitungsstelle. Ja, und was ich auch brauche, brauche hier Ziegel. Ich brauche hier Dekoration. Ziegel. So, dann muss ich den Kram abreißen. Ich würde meine Algen hier verarbeiten wollen. Denn die Algen werden definitiv hier entnommen und kommen dann hierher. Ich denke, das macht Sinn. Mein Schutzanzug-Dock ist außerdem noch. Ist nicht wahr, oder? Ist nicht wahr, ist nicht wahr. Schutzanzüge liefern. Schutzanzüge liefern. Kein Gaseingang? Wie kein Gaseingang? Achso, die brauchen Sauerstoff, richtig? Kein Kabelfunk, kein Kontrollpunkt. Okay, kein Kabelfunk, das ist easy. So, was braucht denn da einer? Mir egal. Und wie kann das nicht sein? Was hängt hier dran? Hier hängt eh nichts dran. 5, 5, 5. Guck mal, hier hängt eh nichts dran. Das ist eh geil. So, Chaka, 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 Chaka. Der Dr. Schleck geht bitte nur nach links. Das passt. Dann packe ich mal auf 8. Schau mal die andere Prio an. Dr. Schleck auf 8. Guck mal, Dr. Schleck muss mindestens auf 8, weil Dr. Schleck immer nachgefüllt werden muss. Rahul. Weißt du mal, was ich jetzt mache? Ja. Wir haben ja noch einen, der nicht benannt ist. Oder eine, ja, das ist Ellie. Und Ellie wird jetzt zum Raoul. Wenn Ellie Moment, das ist nicht richtig. Das ist nicht, das ist der RA. Ich glaube, so ist er. Das ist der Raoul. Mein Gott, der Name. Ja, der Name. Wieso hat das jetzt hier eigentlich 60 Grad? Hä? So wird es wärmer. Wieso? Was ist denn hier los? Hallo? Deswegen, oder? Wegen dem hier. Ja, das ist mir egal. Das ist mir egal. Das kann man ja auch. Wie viel CO2 ist denn hier noch? Okay, wenn CO2 weg ist, dann reiße ich den eh ab. Dann haben wir hier auch wieder. Geht es hier auch wieder schneller drüber. Okay, so, wir haben nicht genügend Ressourcen. Ja, chill, 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 chill. Das dauert ein bisschen. Wir stellen aber schon permanente Eisen her. Wir haben noch wie viel? Rohmaterial? 21 Tonnen. Das ist aber nicht mehr so viel. Rohmineral haben wir noch. Filtermaterial haben wir auch noch. Wir haben nährstoffreiche Erde auch noch genug. Wir haben keine kühle Kolonie. Wir haben keine kühle Kolonie. Warum haben wir keine kühle Kolonie? Weil das Wasser 32 Grad hat. Fuck. Fuck. Was ist zu heiß, wenn es raufkommt? Fuck. Ich weiß, ich habe nicht aufgepasst. Was ist zu heiß, wenn es raufkommt? Dudorino. Dudorino, das Wasser ist zu heiß. Scheibenkleister. Ah, Mann, ey. Mann, ey, Mann, ey, Mann, ey. Okay, das heißt, ihr müsst es jetzt ausprobieren. Das heißt, es hilft nicht. Es hilft nicht. Wir müssen hier Prio machen. Das ist wichtig, ja. Scheiß auf meine Wartungsdocks. Das ist mir erstmal egal. Ich muss das hier oben fertig bauen. Und zwar, ich packe in meinen Koffer und nehme mit ein Rohr. Ein Rohr, das seinesgleichen sucht.
Eigentlich muss ich dann ein isoliertes Ambassadidrohr bauen. Eigentlich. Macht das Sinn? Das kostet 400. Komm, scheiß drauf. Oh, ein normales Ambassadidrohr. Das geht auch. So, das kann hier rein. Und zwar isoliert. Und raus kann es... Raus kann es... Jesus, wie kann es denn raus? Wo kann es denn raus? Wie komme ich da hin? Raus könnte es theoretisch, je nach Kälte, hier rein. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob wir das so machen können. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich probiere es einfach mal aus. Irgendwie, ich muss auch Prio auf 9 setzen. Irgendwie müssen wir das jetzt... Mann, ich dachte, das funktioniert jetzt mit meiner Temperatur, ja? Aber weil das... Hier, unendlich Wasser. Mann, es ist so schwer, das Wasser abzukühlen. Scheiße, Mann. Und hier haben wir auch noch. Wieso hat der keinen Strom? Wieso hat der keinen Strom? Deswegen. Ach, weil ich da eine Starkstromverbindungsplatte brauche. Dude, ey, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Dann bau halt da aus und ist mir jetzt egal. Komm, go. Mach das auch noch auf 9. Dann machen wir das. Unser reines Sauerstoffproduktion. Lügensumpf, das ist nicht wahr. So, ja, das Problem ist, hier wird es wieder zu warm, hier wird es zu warm. Ich habe zu lange gebraucht, ich habe zu lange nicht zugeguckt. Fuck. Und das große Problem daran ist... Wieso läuft denn hier nichts weiter? Wieso läuft denn hier nichts weiter? Hey, hallo? Wieso läuft denn hier nichts weiter? Scheiße! Ich glaube, ich habe hier echt einen Bock missbaut. Fuck. Shit. Mann, alles geht den Bach runter. No way. Norway. Nein, Norway. Ich muss es hier abreißen. Echt ätzend. Oh Mann, wo nehme ich denn das Wasser her? Und ich baue hier unten die Pumpe rein. Und nehme einfach das dreckige Wasser. Oder? Das ist doch eigentlich egal. Hallo Heinz Bockwurst! Hallo. Den Namen immer noch episch. Kannst du sagen, was du willst. So, das heißt, meine Idee ist, hier, meine zweite Idee, ja, die nächste Idee, die ich habe, das hier rauf zu packen. Das heißt, wir nehmen hier das dreckige Wasser, das hat zwar auch 51 Grad, packen es hier rein, das geht hier raus. Okay, check. Läuft. So, wie sieht's hier aus? Macht bitte das mal fertig. Ich will jetzt Kühlung haben. Mehr Kühlung. Mehr Kühlung. Die bauen das einfach nicht fertig, oder? Die haben einfach nicht Lust, das fertig zu bauen. Was macht ihr denn eigentlich den ganzen Tag?